La Gomera, Sehnsuchtsort für urlaubsreife Zivilisationsmenschen. Und Heimat für echte Aussteiger, die hier auf nahezu alles verzichten, was das moderne Leben zu bieten hat. Dieses Leben gibt mir definitiv Freiheit, Selbstbestimmtheit, die Möglichkeit, glücklich zu sein. Ich fühle mich hier einfach glücklich, indem ich mein Leben hier frei gestalten kann. Ich habe hier das erste Mal, seit ich reisen bin, aufgehört zu suchen. Hier habe ich mich so in so vielen neuen Perspektiven kennengelernt, so viele Begegnungen, so viele neue Dinge gelernt, dass mein Horizont einfach größer geworden ist. Und ich gemerkt habe, dass das Leben von Entscheidungen abhängt, die man selber trifft. Kiran Anahata und Tonique Maitri. Die beiden sind seit 3 Jahren auf La Gomera. Tonique stammt aus Paderborn und hat einen Uni-Abschluss in Sozialarbeit. Den heute 22-jährigen Kiran hat sie kurz zuvor kennengelernt. Ihre bürgerlichen Namen haben die beiden abgelegt. Tonique ist 33 und seit 6 Jahren auf Reisen. Sie hat auch schon einige Zeit in Australien und Afrika gelebt. Also bei mir war es einfach so, dass ich noch nie da reingepasst habe in die Gesellschaft und das Leben, was mir quasi nahegelegt wurde. Ich habe das versucht anzunehmen und bin immer wieder angeeckt und habe gemerkt, dass es einfach wirklich nicht passt. Schon als Kind habe ich halt immer diesen Freiheitsgedanken gehabt. Ich war ja schon krass in der Gesellschaft auch verankert. Ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe studiert, aber ich konnte in diesem Beruf so nicht arbeiten. Ich möchte das einfach alles in Freiheit machen. Freiheit wird doch immer irgendwie so ein bisschen, ja, so als schönes Wort daher gesagt. Aber Freiheit ist für mich essentiell. Freiheit ist, finde ich, ein Fundament, das man sich aufbaut, wie von einem Haus. Das Fundament, was man braucht, um mehr zu bauen. Du kannst nicht erst mit den Wänden und den Fenstern anfangen, du brauchst das Fundament. Und Freiheit ist das Fundament, was man braucht, um sich zu entfalten. Und dadurch, dass wir uns entfalten, öffnen wir uns für die ganzen kleinen Wunder dieser Welt und lernen uns selbst kennen und unser Herz und fangen an, uns zu lieben. . 2018 besuchten wir erstmals die Hippies auf La Gomera, die hier rund ums Jahr in Höhlen lebten. 4 Jahre danach wollen wir wissen, was aus den Aussteigern von damals geworden ist. Einige leben immer noch hier, wie Boris. Die Bucht, in der seine Höhle liegt, ist nur zu Fuß zu erreichen. Jede Mahlzeit und jeder Schluck Wasser müssen mühsam herangeschafft werden. Das ist hier quasi eine große Box, in der ich Verschiedenes reintun kann und die eben den Vorteil hat, dass man sie eben auch schließen kann. Heißt also vor allem eben auch Mäuse, Ratten, etliche Tiere eben nicht unbedingt drankommen können. Was mir jetzt so die oberste Priorität einfach ist, dass die Nahrungsmittel einfach erstmal sicher gelagert sind und nicht verzehrt werden von anderen kostenlosen Mitbewohnern. Ich bin in den letzten Jahren auf dem Weg, mich selber mehr und mehr kennenzulernen und mich selber in meiner Art und Weise, wie ich natürlicherweise funktioniere, mehr und mehr auch zu verstehen, einen guten Schritt weitergekommen durch das Leben eben hier, durch den Raum, durch die Freiheit, durch die Möglichkeiten, die ich jeden Tag aufs Neue einfach habe, mit mir selber alleine zu sein und das eben über all die Jahre konsequent fortzuführen. Und jetzt ein Leben zu führen, das mich immer mehr quasi von Gruppen wegbringt und immer mehr eigentlich alleine sein lässt. Die Regierung der Kanareninsel bemüht sich, sogenannte Qualitätstouristen anzuziehen, die für gute Umsätze in Hotels und Restaurants sorgen.
Doch La Gomera steht wegen des ganzjährig milden Klimas schon seit Jahrzehnten auch bei Aussteigern aus aller Welt hoch im Kurs. Einige kommen nur für ein paar Wochen, andere bleiben für immer. Aber nicht unbedingt für immer in einer Höhle. Manch leidenschaftlicher Strandbewohner zieht irgendwann zurück in ein konventionelleres Leben. Wie José. 2018 lebte er noch in einer Höhle und sah seinen Platz weit außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft. Doch vor einem Jahr kam eine neue Liebe in sein Leben, eine Frau mit Kind. Hallo, willkommen. Kommt rein. Bitte folgt mir. Das ist das Schlafzimmer. Ein bisschen unordentlich, aber es ist okay so. In der Höhle ist es zu klein für eine Familie. Ja, es ist schon eine ganz andere Art von Leben, wenn du ein Kind hast. Da brauchst du ja ein Minimum an Komfort. Für ein Kind wäre das nicht die beste Art zu leben. In einer Höhle muss man keine Miete bezahlen. Für ein Haus muss man schon mehr arbeiten. Aber das gehört zum Spiel. Wenn man viele Dinge braucht, dann muss man dafür bezahlen und dafür arbeiten. Darum ist es so interessant, einfach zu leben. Wenn du nicht viel brauchst, hast du mehr Zeit für dich selbst. Und auch für die Dinge, die du liebst. Have more time for yourself or for the things you love. No? Nun muss José jeden Tag arbeiten, als Autor und Musiker. Für Tonique hingegen ist Freiheit der Maßstab aller Dinge. Sie hat aufgehört zu planen. Für sie muss sich alles einfach ergeben. Wie von selbst tun sich Möglichkeiten auf, zum Beispiel Geld zu verdienen. Auf der Insel wird Tonique von Touristen angesprochen, die Hilfe in ungelösten Lebensfragen suchen. Tonique erwartet dafür kein Honorar. Sie freut sich nur über eine gelegentliche Spende. Ich mag es einfach grundlegend sehr gerne, wenn Dinge einfach passieren, wenn alles einfach im natürlichen Fluss ist. Und bei mir ist es so, dass ich in verschiedenen Situationen Menschen kennenlerne. Zum Beispiel nach einer Feuershow sprechen mich ganz oft Menschen an. Fragen, wie ich lebe, was ich mache, wie lange ich hier bin, dass sie was verändern möchten in ihrem Leben. Und sie reden über die Dinge. Sie erzählen mir davon, auch wenn ich nicht frage. Und ich liebe Menschen. Das heißt, ich gehe darauf ein. Und sie fragen, kannst du mir helfen? Kann ich auch was verändern? Ich würde so gerne. Und ich biete ihnen das an. Ich biete ihnen an, hey, wenn du möchtest, setzen wir uns einfach mal hin. Ich zeige dir schöne Orte. Ich zeige dir einfach, was ich mache. Und wir schauen, was du daraus mitnehmen kannst. Die wenigsten wollen ja genau das Leben leben, was ich lebe, aber sie sind mit ihrem Leben unzufrieden. Besonders wichtig ist Tonique der Ort, an dem sie die Gespräche führt. Diesen Bach hält sie für einen magischen Platz. Sie trifft sich mit Danny. Der 62-Jährige kommt aus England und ist unglücklich. Er hat ein One-Way-Ticket auf die Kanaren gebucht und will hier darüber nachdenken, wie er sein Leben ändern kann. You're here because you're running away. Du bist hergekommen, weil du vor etwas wegläufst. What do you think what would happen if you Was glaubst du, wird passieren, wenn du zurückgehst? Wow. God. No worries. Shit. Herrje, also, yeah, da ist etwas. Schwer zu sagen. I have to. Vielleicht ist es Flucht oder Veränderung. Escape, change. Es muss sich was ändern. Ich kann nicht zurückgehen. That's good. Das ist schön zu hören. Ich habe Angst, zurückzugehen. I'm scared to go back. Ja. Ja. Was macht dir Angst? Being in the same place. Festzustecken und immer das Gleiche zu tun. Ohne zu wissen, wer ich bin und wie es weitergehen soll. Ich habe mich immer davor gefürchtet, allein zu sein. Jetzt bin ich es. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich versuche, mich mit meinen Gefühlen auseinanderzusetzen, mit meinem Dasein. Nur mit mir.
Jetzt können wir damit beginnen, herauszufinden, was es ist. Wie wird dein Leben ab jetzt sein? Was macht dich glücklich? Wann fühlst du dich gut? Der Unternehmer steckt in einer Lebenskrise. In den letzten 40 Jahren hatte er nur ein Ziel: Reichtum. Er kaufte Immobilien, renovierte sie und verkaufte sie teuer weiter. Damit war er sehr erfolgreich. Ich bin 40 Jahre lang dem Geld hinterhergejagt. Ich hatte tolle Häuser. Schon als Kind war es mein Traum, Millionär zu werden. Ich wollte einen Porsche 911 fahren, wenn ich groß bin. Ich war verliebt in den Carrera. Das wurden dann meine Ziele im Leben. Aber warum? Ich hatte eine ziemlich harte Kindheit. Meine Eltern hatten nicht viel. Mein Vater war auch sehr hart zu mir. Ich wollte mich beweisen. Ich wollte es nicht nur meinem Vater zeigen, sondern allen. Das habe ich wohl geschafft. Aber was ist im Endeffekt dabei herausgekommen? Danny wohnt im teuersten Hotel von La Gomera. Es verwöhnt mit Tennisplätzen, mehreren Pools und einem der schönsten Golfplätze Europas. Sein Geschäft in England hat der Unternehmer inzwischen aufgegeben. Seine Familie toleriert das. Meine Kinder sagen, tu doch einfach, was du willst. Hauptsache, du bist glücklich dabei. Und ich will glücklich sein. Also, wofür entscheide ich mich? Für das Geld, das ich habe? Dafür in England zu bleiben, in der schönen Wohnung mit dem tollen Auto vor der Tür? Immer weiter mit demselben Kram oder versuche ich mal was ganz anderes? Tunique hat kaum Geld und kann sich keinen Luxus leisten. In ihrer Welt gibt es nicht einmal nennenswerte Fixkosten. Zusammen mit Kiran bezog sie einfach eine Höhle. Immerhin eine mit Balkon. Wir haben die tatsächlich gefunden. Wie alle Höhlen sind wir irgendwann an diesem Strand gelandet, haben gesehen, dass es hier Höhlen gibt, haben die alle besichtigt und ja, die war halt der Wahnsinn. Hier haben wir uns richtig, richtig wohl gefühlt und direkt ein bisschen häuslich eingerichtet. Das Regal war da, genau. Das ist halt oft in Höhlen, dass wenn schon mal jemand da gelebt hat, dass man halt schon so leichte Konstruktionen findet. Hier die Bänke zum Beispiel, das Holz war schon da. Ja, wenn wir uns hier einrichten, kann es natürlich auch sein, dass die Person, die vorher hier gewohnt hat, irgendwann noch mal wiederkommt. Aber dann gehen wir einfach ins Gespräch, dann schauen wir einfach. Und wenn die Person unbedingt wieder hier wohnen möchte, dann ist es für uns Zeit, den nächsten Ort zu erkunden. Wir sind da ja zum Glück frei. Auch Boris, der aus Heinsberg stammt und seit 7 Jahren in der Höhle lebt, hätte in einem konventionellen Leben Erfolg haben können. Er wollte Medizin studieren. Seine Mutter sah ihn schon stolz als erfolgreichen Arzt. Doch zu ihrem Leidwesen entschied sich Boris ganz anders. Ich finde, die Art und Weise, wie ich lebe, hat durchaus was Ursprüngliches, hat was Natürliches. Und ich wünsche mir für jeden Menschen, dass wir einzeln, aber auch als Menschheit bitte wieder mehr zu diesem ursprünglichen, natürlichen zurückkommen. Jeder auf seine Weise. Nicht jeder Mensch muss in Höhlen leben. Aber vielleicht findet jeder Mensch in seinem Leben Wege, natürlicher zu leben. Jetzt im Vergleich könnte man natürlich auch ein Leben führen, wo man erst mal morgens eine Stunde mit dem Auto zur Arbeit fährt, irgendwelche Umweltgase rausschleudert, selber auch noch unzufrieden ist, wenn man im Stau steckt irgendwie, dann zu seiner Arbeit fährt, wo man Dinge produziert, die letztendlich vielleicht gar keiner braucht oder die schon vorhanden sind. Also wieder Rohstoffe verbraucht, wieder der Umwelt und Mitwelt eigentlich schadet mit seinem Tun, um dann abends nach Hause zu kommen und einen frustrierten Feierabend irgendwie zu genießen. Und der Vergleich ist aber vielleicht dann eben, ein Dasein zu führen hier mit der Natur und sie nicht beraubt, um irgendwas für den Menschen zu produzieren, was der Mensch nicht braucht. Tunique und Kiran sind glücklich als Paar.
Doch ganz im Sinne der Hippie-Philosophie soll ihre Beziehung offen bleiben. Besitzen wollen sie einander nicht. Aber die beiden mussten lernen, loslassen geht bei materiellen Dingen einfacher als in der Liebe. Am Anfang hatten wir ganz, ganz viele Themen, die immer aneinander gerieben haben. Also gerade Thema wie Angst oder Eifersucht kamen immer wieder hoch, halt so unnötige Sachen. Und wir haben auch oft gedacht, dass die Beziehung daran kaputt gehen wird, weil wir beide schon dadurch Beziehungen nicht halten konnten und wollten das halt einfach unbedingt transformieren. Wir wollten uns diesen Themen stellen. Wir wollten nicht mehr eifersüchtig sein und Angst haben. Wir wollten uns lieben. Es gab verschiedene Wege der Transformation. Also wir sind konkret in die Situationen reingegangen. Wir haben in einer Situation geschaut, wenn jemand eifersüchtig war, was ist mit dieser anderen Person? Was tut daran weh? Ist es, weil die andere Person hübscher ist oder gerade bessere Eigenschaften hat? Was ist es wirklich? Was tut wirklich weh daran? Und was ist schlimm daran, dass mein Partner Liebe für jemand anderes empfindet? Solange es Liebe ist und da wirklich was hintersteckt, solange mein Partner jemanden liebt, muss ja an dieser Person irgendwas sein. Irgendwas Liebenswertes. Und das möchte ich auch sehen, das möchte ich auch erkennen. Anstatt deshalb in der Angst zu sein. Wenn für alle drei oder vier oder was auch immer das schön ist und niemand in irgendeiner Form verletzt wird oder sich ausgeschlossen fühlt, dann können wir sagen, okay, lass uns fließen lassen und schauen, was sich daraus aus einem Treffen, was sich aus dem Treffen ergibt. Tonik, Kiran und Boris können in ihrer abgelegenen Bucht entspannt sein. Andere Plätze, an denen Hippies wohnen, werden weiterhin gelegentlich von der Polizei geräumt. Trotzdem, viele Aussteiger kommen wieder und die Corona-Pandemie hat ihr Lebensmodell noch attraktiver gemacht. Heute genießen sie mehr Toleranz in Valle Gran Rey als noch vor einigen Jahren. Schätzungsweise 500 Aussteiger soll es auf der Insel geben. Ihre genaue Zahl ist unbekannt. Auch in dem luxuriösen Hotel, in dem der Brite Danny logiert, werden Hippies, die nebenan in einer Bucht hausen, heute geduldet. Der Geschäftsführer Luis Garcia hat seinen Frieden mit den bunten Nachbarn gemacht. Wir leben einfach zusammen. Es gibt einfach keinen großen Unterschied. Also wir akzeptieren, wie sie uns auch akzeptieren müssen. Aber normalerweise, sie stören uns nicht und wir stören sie auch nicht. Also es ist absolut kein Problem in der Hinsicht. Wir haben ja unten eine Eco-Finca und die gehen meistens runter und ab und zu erwischen wir sie, wie sie ein bisschen so Obst und Gemüse mitnehmen. Aber große Sachen machen wir auch nicht da. Also wir nehmen das ein bisschen in Kauf. Es ist genau wie auf dem Golfplatz zum Beispiel. Wir haben das Golfplatz ist ja auch nicht abgesperrt. Da kann jeder reinlaufen. Es gibt sehr viele Avocados-Bäume im Golfplatz. Mango, vor allem im August. Wenn die ein paar Mangos mitnehmen, ein paar Avocados, können wir auch nichts machen. Müssen auch essen. Als ich nach Gomera kam, war das hier die Art Hotel, die ich gewöhnlich buche. Schönes Haus, guter Service, sehr gutes Essen und blitzsaubere Zimmer. Ich habe hier aber mit keinem Gast auch nur ein Wort gesprochen. Alle machen ihr eigenes Ding. Keiner will sich auf ein Gespräch einlassen. Du stehst morgens auf, du frühstückst, du gehst zum Pool, wartest auf das Mittagessen und gehst dann wieder zum Pool. Oder du fährst mit dem Aufzug runter und gehst zum Strand. Während sich Danny in all dem Überfluss langweilt, gibt es in der Höhle viel zu tun. Es ist irgendwie noch voll so ursprünglich, finde ich, über dem Feuer zu kochen. Das Essen kriegt eine ganz andere Energie und ja, es macht einfach voll Spaß. Das Kochen an sich wird voll das wie so ein kleines Ritual und man nimmt sich viel Zeit. Man ist verbunden mit den Elementen irgendwie und macht da halt richtig was, anstatt nur so einen Topf irgendwo hinzustellen, Knopf zu drücken, eine Viertelstunde wieder wegzugehen, dann piepst es kurz und das Essen ist fertig und kannst es gleich in die Mikrowelle irgendwie schieben. Da die beiden sparsam sein müssen,
holen sie ihre Lebensmittel meistens aus den Containern der Supermärkte. Also es wird tatsächlich ja auch super viel Essen weggeschmissen und es ist halt auch einfach super schön, wenn man das noch retten und wiederverwerten kann. Das wirklich auch einfach wieder aus den Tonnen, aus den Containern zu holen und da einfach die guten Sachen wieder zu verwerten. Kiran hatte eine Ausbildung zum Koch begonnen. Er zaubert mit einfachen Mitteln ein leckeres Essen. Ah, drinnen in der Kiste ist Glück. Danach wird musiziert und getanzt. Ein typischer Abend in der Bucht. Tonique hat Danny eingeladen, für eine Weile in der Bucht zu leben. Draußen in der Natur zusammen mit den anderen. Gerade jetzt denke ich, ich sollte diese Möglichkeit wahrnehmen. Ich bin so dankbar, dass ich sie habe. Ich glaube, die Botschaft lautet: Höre auf dein Herz. Da draußen gibt es viele Dinge, die Glück versprechen. Und zwar ohne die Kämpfe in der Kommerzgesellschaft. Danny will es wagen. Er verlässt das Hotel und sucht die einsame Bucht, in die ihn Tonique eingeladen hat. Er wird sein Wohlstandsdasein mit einer kargen Höhle tauschen. Auf unbestimmte Zeit. Hi Leute, wie geht's? How are you? Prima, und selbst? Lass mich was nehmen. Naked. Yeah, so let me take some. Danke dir. Thank you. Wow. Welcome to the beach. Hallo. Hallo, ich bin etwas müde. Ein ganz schön langer Weg. Du hast es geschafft. Komm, ich zeig dir deine Höhle. Wir bereiten sie vor. Tonique hat für Danny einen der schönsten Plätze ausgesucht. Diese Höhle hat Morgensonne und einen freien Blick auf das Meer. Danny, da sind wir. Da sind wir. So this might be your bedroom. Hier könnte dein Schlafzimmer sein. Okay. Look at the view. Sieh dir die Aussicht an. Wow. Does it get cold on the Wird es kalt in der Nacht? Depends. Kommt drauf an. This is quite protected. Es ist ziemlich gut geschützt. Es hängt davon ab, woher der Wind kommt. Zieh einfach warme Sachen an, dann kommst du schon klar. Keine Schlangen? Leider nein. Ich liebe Schlangen. Ich schaue ständig, ob welche da sind. Aber hier sind keine. Ich darf diese Möglichkeit nicht ungenutzt lassen. Ich könnte eine solche Chance nicht nochmal bekommen. Ich weiß noch nicht, ob ich das hier mag. Ich will aber versuchen, die Natur zu verstehen, das Gefühl von Freiheit. Das ist sehr wichtig für mich. Und vielleicht werde ich auch etwas Glück finden. Etwas, das ich in meinem Leben vermisse. In my life. Etwas, wonach ich noch nie richtig gesucht habe. Diese Erfahrung ist sehr wichtig für mich. Ich muss das jetzt machen. So I have to do it. Danke für eure Zeit, viel Freude beim Zuhören. Auch Boris ist gerne allein mit sich. Doch auch bei ihm hat sich etwas verändert. Was 2018 für ihn noch undenkbar gewesen wäre,
Zweimal wöchentlich teilt Boris sein Leben und seine Gedanken mit über 1000 Followern auf Facebook, Instagram und YouTube. Mir ist es ein großes Bedürfnis, meine Erfahrungen im Leben grundlegend mit allen Menschen zu teilen, weil ich hoffen mag, dass dieses Leben, das ich führe, mehr Leuten dient als nur mir selber. Und da darf ich Internet als Werkzeug nutzen, mich selber einfach wirksam in der Welt mitzuteilen und anderen Leuten irgendwie einen praktischen Nutzen von dem mitzugeben, was ich erfahre im Leben. Boris schneidet seine Beiträge einfach auf dem Handy. Dank Solarpanel und Mobilfunk lassen sich auch in einer Höhle Social-Media-Clips produzieren. Dannys erste Höhlennacht steht bevor. It's so quiet, it's so calm. Es ist so still. Time to reflect. Zeit, mein Leben zu reflektieren. Und über alles nachzudenken. Es ist ein aufregender Moment. Ich freue mich auf die Morgensonne und hoffe, dass meine Gefühle so sein werden, wie ich mir das vorstelle. Klare Gedanken und eine neue Vision, eine andere Perspektive. Das werde ich erst wissen, wenn ich morgen aufwache. Es war kalt, ungewöhnlich, ein verrücktes Experiment. Eine wirklich schöne Erfahrung. Die Sterne waren wunderbar. Ich habe zum ersten Mal den großen Bären gesehen. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie der Wind durch die Höhle wehte. Die meisten Leute haben Vorurteile gegenüber Hippies. Allein schon der Name, Hippies. Sie schauen herab auf Hippies, als wären sie am Boden der Gesellschaft. Leute, die keine Karriere machen und in Höhlen leben oder auf der Straße ohne verlässliches Einkommen. Eine Art von Menschen, mit denen sich keiner einlassen will. Boris, Tonik und Kiran haben mich jedoch in ihre Gemeinschaft eingeladen, obwohl sie mich nicht kennen und nichts über mich wissen. Sie haben mir so viel Hilfe angeboten und mir ihre Zuneigung bewiesen. Das ist eine ganz andere Art von Erfolg als finanzieller Erfolg. Es nennt sich Liebe. Für José ging die Reise in die andere Richtung. Er spielt fast jeden Abend in den Clubs von Valle Gran Rey. Tagsüber arbeitet er an seinen Büchern. 10 Jahre hat er in einer Höhle gelebt. Nun muss er Geld verdienen, wenn auch nicht sonderlich viel. Manchmal vermisst er das völlig freie Leben.
Ich schlage diese Tür nicht zu. Vielleicht werde ich irgendwann wieder in einer Höhle leben. Es hat Zeit, denn ich bin glücklich mit meiner jetzigen Situation. Aber es ist schon ein echt schönes Leben in der Höhle. Nicht besonders bequem, das ist klar. Aber du hast immer direkten Kontakt mit der Natur. Und das ist toll. Tonique und Kiran haben dagegen keinerlei konkrete Zukunftspläne. Für Hippies kommt auch nichts anderes in Frage. Ganz entspannt, im Hier und Jetzt. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass der Sinn meines Lebens auf jeden Fall ist, zu vertrauen, dass genau das, was passiert, das Richtige ist. Dass mein Weg begleitet und geführt ist. Gleichzeitig bin ich da einfach auf einer Mission, wo ich ganz, ganz viel Licht und Liebe sehe, wo ich mich ganz viel mit Menschen verbinde, wo ich ganz viel weitergebe von dem, was ich gelernt habe. Licht verbreiten, Feuer, Flammen leuchten lassen, mein Licht scheinen lassen, das alles ist definitiv der Sinn meines Lebens.